Guten Morgen, ihr Lieben. Wie ihr seht, sind wir auf dem Weg. Wir verlassen den Algonquin Park und haben die Ranger Cabin heute Morgen in aller Frühe fertig gemacht und sind jetzt wieder unterwegs. Wir fahren jetzt hier wieder eine Dreiviertelstunde auf dieser Schotterpiste entlang bis hier zur Anmeldung, die quasi am Rande des Parks ist. Dort werden wir dann die Schlüssel wieder abgeben und dann fahren wir weiter nach Ottawa. Und zwar werden wir 2 Tage oder 2 Nächte in der Hauptstadt von Kanada verbringen. Und da wollen wir uns wiederum einen Park anschauen und vielleicht heute Abend noch die Stadt. Ja, also insgesamt zum Park hier und zur Ranger Cabin, es war ein unglaubliches Erlebnis, diese Stille überhaupt mal zu genießen und diese Natur, das Farbenspiel, was jetzt richtig gerade kräftig rauskommt, es war ganz, ganz großartig. Ja, und jetzt zeigen wir euch noch ein paar Impressionen hier von dieser Fahrt. Wir haben vorne auf der Motorhaube unseren Gimbal rangeschraubt und die GoPro und jetzt lassen wir uns einfach mal ein bisschen allein mit den Eindrücken hier von den gerade wechselnden Farben der Bäume. Indian Summer pur. Und wir sehen uns später dann in Ottawa. Bis dann. Tschüss. Ungefähr noch eine Dreiviertelstunde unterwegs bis Ottawa. Wir haben so eine Nebenstrecke genommen und es ist unglaublich schön, auch wenn das Wetter so ein bisschen wechselhaft ist. Aber es ist echt toll. Guten Morgen, ihr Lieben. Die erste Nacht in Ottawa liegt hinter uns. Und wir sind wirklich in einem kleinen, schnuckligen Hotel untergebracht, das auch total zentral liegt. Und auf der Fahrt hierher haben wir gestern so viele schöne Gebäude hier in Ottawa gesehen. Da haben wir unsere eigentlichen Pläne, den Gatineau Park hier nördlich von Ottawa zu besuchen, aufgegeben. Und jetzt wollen wir uns einfach mal diese wunderschöne Stadt angucken. uns diesen tollen Park angeschaut und diese tolle Schleuse eben. Und jetzt machen wir eine Hafenrundfahrt. 1,5 Stunden geht die und von da aus soll man schon tolle Sehenswürdigkeit sehen. Über den Ottawa River, glaube ich. Ja. Meine Lieben, Zweierreihe vorne rechts, wer nicht schreit, kriegt keine Milch. Ne? Da muss man sich die besten Plätze immer als erstes sichern. Alors, elle a décidé de traverser la rivière dans son carrosse. Quand elle